Die Einzigkeit hat Allah subhanahu wa ta'ala, die Kenntnis über Allah, das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, die er aneignest, denn durch diesen Wissen, das ist das großartigste Wissen überhaupt. Denn La ilaha illallah ist das Höchste. Und wir wissen ja, Al-Iman bid'un wa sitzun oder bid'un wa sab'un shu'ba. Etwa 60 Zweigen oder 70 Zweigen. Höchste ist La ilaha illallah und das niedrigste Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das Höchste zu wissen gehört auch etwas Anstrengung. Also man sagt auch etwas Dschihad darüber. Nämlich Dschihad, dass man Wissen erwirbt. Oder Ijtihad und Sabr. Und Sitzfleisch vor allem. Nicht unruhig unterwegs. Wenn er 10 Minuten sitzt, muss er aufstehen, sein Gesicht waschen oder trinken. Und das, dann ist kein Ausdauer da. Wenn du dann Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala erwerben willst, da gibt es natürlich auch Orte, wo man das Wissen holt. In den Moscheen, bei den Brüdern, etc., Vorträge und so weiter. Das Wissen, was du erwerbst, das höchste Wissen, da du es möchtest, du Allah subhanahu wa ta'ala gefallen, dass Allah azza wa jalla mit dir zufrieden ist, dass du dich damit trachtest, nämlich schön machst. Und so der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat immer gesagt, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Und Allah schmücke uns mit der Schönheit des Iman. Und Iman ist auch Al-Iman billah, wenn du so willst. Die Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist es Pflicht, dass man dieses Wissen erwerbt. Und wenn man natürlich aufrichtig und dieses Wissen erwerben möchte, dann gewährt Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen auch Erleichterung in seinem Wege, Wissen zu erwerben, bis hin ins Paradies einzutreten. Das Wissen, das höchste Wissen, wenn du dich nicht dem höchsten Wissen zuwendest, die Rechtsgelehrten sagen, Al-Fiqh al-Akbar beinhaltet mit Tawhid die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aqidah, mit der Ausführung Al-Aqidah und Tawhid ist nicht eine theoretische Angelegenheit. Vielmehr ist das eine Sache, was man lernt und umsetzen muss. Und das kannst du, barakallahu fik, nur erwerben, wenn du tatsächlich eine feste Absicht hast, eine feste Willen hast, eine feste Wahrhaftigkeit mit dir trägst innerlich und dass du das auch, wie die Rechtsgelehrten damals, wie sie auch klein waren, Al-Quran al-Karim beispielsweise, Al-Quran al-Karim ist eine Dekoration geworden heute in unseren Häusern. Vielmehr ist das Schmuckstück der Wände geworden. Normalerweise ist es Schmuckstück für uns, dass wir damit uns schmücken, schön machen, praktizieren. Die Sahaba radiallahu anhum, ardahum, wenn sie Al-Quran gelernt haben, haben sie umgesetzt. Und das Umsetzen, daran hapert es. Und daran ist es das Scheitern die meisten. Und wenn wir dann hören zum Beispiel, dass bestimmte Fragen, die leicht sind, nicht beantwortet werden, dann liegt das nicht an die Fragen, weil sie leicht sind, dann liegt das an uns selbst, weil wir nicht mehr in der Lage sind, diese leichten Fragen zu beantworten. Und das ist selbst irgendwann nachher eine Katastrophe, dass ein Muslim nicht mehr in der Lage, heutzutage, wo viele sich als Zivilisierten beschreiben, als ein fortgeschrittener Menschen. Und dieser Muslim, der sich auch anstrengt in der Schule, Fremdsprachen zu lernen, ist nicht in der Lage, seinen Herrn zu kennen. Und da müssen wir aufpassen, barakallahu fikum, bei uns selber schauen, wohin will ich überhaupt? Welche Absicht habe ich? Welche Ziele habe ich mir gesetzt überhaupt in mein Leben? Von Anfang bis zum Ende. Und Allah subhanahu wa ta'ala, als er seine Geschöpfe, seine Schöpfung erschaffen hat, dann hat er eine Bedingung gestellt. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Um euch zu prüfen, wer von euch am besten die Taten verrichtet. Angefangen vom Höchsten. La ilaha illallah, Kenntnis darüber zu haben. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Außer diejenigen, die Wahrheit bezeugen und sie wissen es. Und sie wissen, sie haben Wissen über die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? La ilaha illallah, die wahre Religion. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ,
وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. We think with us من شهد wer bezeugt. Und derjenige, der bezeugt, ist verpflichtet, die Wahrheit zu bezeugen. Die Wahrheit zu bezeugen, was er bezeugen möchte. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in ein Gericht eingeladen wirst als Zeuge, bist du verpflichtet. Und der Richter sagt ja von Anfang an, sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Und wenn sie was Falsches aussagen, können sie da bestraft werden. Wer sagt das? Ein Richter, der aus Fleisch und Blut wie du, mit Schwächen behaftet wie ihr alle, macht diese Bedingung. Dann ist Allah subhanahu wa ta'ala, der wahrhaftige Allah subhanahu wa ta'ala, am ehesten diese Bedingung zu stellen, dass wir إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Es ist wichtig, dass wir diesen Haqq wirklich bezeugen aus Wissen. Und dieses Wissen ist eine Bedingung. Ansonsten hat das keinen Nutzen, selbst wenn du diesen Wort 100 Mal aussprichst oder dein ganzes Leben aussprichst, hat es keine Wirkung bei dir. Es hat keinen Nutzen. Deswegen sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم im Hadith von Sahih Muslim: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم. Und er weiß über لا إله إلا الله, dann kommt er ins Paradies. Und ich wollte eigentlich nur mit diesen zwei wenigen Worten oder drei einfach darauf aufmerksam machen, dass alles, was gesagt wurde von diesen bescheidenen Worten von den vier Brüdern, einfach, dass wir aufmerksamer zu unserer Religion werden. Wenn wir sagen, die Rückkehr, wenn der Bruder sagt, die Rückkehr zur Religion, das ist eine Bedingung, um Glückseligkeit, in der Glückseligkeit zu landen. Sagt der Prophet in einem langen Hadith, صَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا. Allah subhanahu wa ta'ala wird eine Erniedrigung über euch schicken. لَا يَنْزِعُهَا عَنْكُمْ. Er wird sie von euch nicht entfernen. حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Bis ihr zurückkehrt zu eurer Religion. Und die Religion ist, wie Imam Malik rahimahullah gesagt hat, kein Volk wird erfolgreich sein, bis sie sich wieder zu dem bekennt, wie die Erste am Anfang sich bekannt hat. Nämlich Sahaba radiallahu anhu, Tabi'in, Atba'at Tabi'in, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der wahre Weg.